Servus und herzlich willkommen zum Oktober-Spatenstich. Ja, wie man sieht, es wird kälter. Ich habe Mütze und eine Weste an. Wir haben jetzt Ende Oktober. Wir haben jetzt auch schon mal eine Nacht Frost gehabt, also minus 5 Grad. Wer sich daran erinnern kann, das da drüben ist unser Raps. Da war ein Stückle letztes Jahr Raps oder dieses Jahr. Und dann da drüben ist jetzt auch Wintergerste gewesen wieder. Ja, ich bin jetzt wieder am Rapsacker oder am ehemaligen Rapsacker. Und werde da jetzt dieses Mal einen Spatenstich machen. Ja, wir sind ja jetzt auch schon seit ungefähr 4 Wochen fertig mit dem Säen. Also Bodenbearbeitung sind wir ja jetzt auch fertig. Wir sind ja, habe jetzt auch schon Maschinen eingewindet. Das war ja wieder sehr trocken bei der Aussaat. Wir haben ja auch den Acker gepflügt. Aber ich muss sagen, der bricht doch eigentlich wieder relativ schön auseinander. Also, der Regen hat jetzt doch schon was gebracht. Und da habe ich einen Kollegen. Boah, das ist ein Exemplar. Da sieht man. Der Regenwurm ist auch wieder da. Der freut sich. Ja, der hat jetzt ein bisschen was zu tun. Der hat ja andere Gestände noch zum Verdilgen. Ja. Wie man jetzt da sieht, der Weizen. Hoppala, da. Der Weizen hat schon seine Wurzeln geschlagen. Und ist jetzt mittlerweile schon 4 cm aus dem Boden draußen. Ja. Bei der Trockenheit bildet er halt relativ lange Wurzeln aus, dass er halt wieder möglichst schnell tief runter ans Wasser kommt. Jetzt, nach dem Regen, wir haben jetzt, ich glaube in den letzten 3 Wochen, ich denke so ungefähr um die 40 Liter Regen kriegt. Oder 30, zwischen 30 und 40 Liter. Ja, und das tut jetzt eigentlich im Boden schon wieder richtig gut, um die Pflanzen. Beim Säen war es halt so, war alles trocken drin gelegen und geht jetzt auch schön langsam auf. Aber es ist halt wirklich so, dass das Saatkorn 3 Wochen lang trocken in der Erde gelegen ist und nichts gemacht hat. Jetzt sieht man es da unten, ist ein wenig ein besserer Boden. Da war es allgemein noch ein wenig feuchter, aber da oben, da war es jetzt wieder trockener. Ja, das oben ist auch wieder ein wenig schwerer Boden wie da unten. Das unten ist ein wenig leichter. Ja, jetzt bin ich am besseren Boden noch. Sieht man schon. Das Gefüge ist ein wenig kleiner, ein wenig feiner. Es sind jetzt ab und zu mal so große Batzen da, aber das ist nicht so schlimm, weil die liegen ja oben drauf. Und das Saatkorn ist ja trotzdem im Feinen drin gelegen. Ja, und da sieht man jetzt, also sind jetzt schon Triebe dabei, die bis zu 7 cm lang sind. Das zum Beispiel, da ist jetzt eine Fahrgasse. Da haben wir jetzt 2 Reihen zugemacht, deswegen ist da eine Lücke. Soweit wären wir jetzt eigentlich schon wieder durch. Ich hoffe, das war wieder interessant. Ich habe jetzt diesmal einmal leider nicht so viel erzählen können. Ja, aber es war trotzdem interessant, einmal zu sehen, wie das wieder ist heuer. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen anderen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.